Live Remix Bitch. Keine Ahnung, warum ich da nichts höre. Züchten Text als Hypnose für die nächste Generation. Schon als Babys werden Menschen mit unseren Raps beschallt. Unsere Lyrics sind die Märchen von den Gebrüdern Grimm, nur voller Gewalt. Ich bin für Kinder wie Rübezahl, nur komm ich aus dem Wald. Ja, ich komm auch aus dem Wald. Und zwar immer von hinten, du Bitch. Und zwar, ich komm mit Gilly und mit meinen Freunden, du Snitch. Was geht ab? Ich jag nicht nur Cheater, ich jag auch dich und schneid dir deine dreckigen Eier ab. Bitch. Guck dir das an. Denkst du, das ist Spaß? Ich fick dich richtig heftig und das auch noch krass. Lol, Alter. Ey, komm mal, Mann. Ja, das ist die Standarddevise. Ich versuch nur, die Heftigen zu töten. Das ist heftig, das ist das Beste auf der Welt. Sie denken, du cheatest, dass das Höchste auf der Welt als Cheater bezeichnet werden. Aber dann können sie sich nicht bannen, weil der Master der Welt, er sieht das Video schnell. Er guckt drauf und er sagt, er ist einfach nur gut und hell im Kopf. Er fickt dich richtig hart, er macht dies und das, das für ihn Standard. Du bist nur ein Hurensohn, ich fick deine Mutter, ich fick deinen Vater, ich fick deine scheiß Familie und dann cut. Was geht ab? Ich sag, ich hab rot gesehen. Ich sag, ich hab wieder gekifft. Dann krieg ich wieder einen scheiß Attest vom scheiß Psychologen. Was geht ab? Ich hab ihn von vorn bis hinten belogen. Dies und das. Du denkst, Dilde, Familie, Blut, Rache, bla bla was. Ich komm wieder her. Ich fick den Nächsten aus deiner Familie. Mir scheißegal. Ich sag wieder, ich hab gekifft. Und dann bin ich immer noch frei. Warum? Ich bin hier der Doppelreimer, du nur ein Hurensohn und ein kleiner Pisser, und zwar ein ganz kleiner. Ich kenne genug Ausländer, die korrekter sind als jeder Deutscher. Das ist kein Scheiß, du Blender. Du bist ein Hurensohn, ich fick dich richtig, dann schick ich dir meine Freunde und die ficken dich nochmal heftig. Ich mach das mit Worten. Die ficken dich richtig hart, die schneiden den Kopf ab. Irgendwo, in irgendeinem Ort, Bitch, wo du nicht weißt, wo und auch niemand dich finden wird. Warum? Sie verfüttern dich an ihre Schweine. Scheißegal, sie haben auch Kühe abgerichtet, dich zu fressen. Sie haben auch Eichhörnchen abgerissen. Ne? Sie haben ihm beigebracht, auf dich zu pissen. So sieht das aus, du Hurensohn. Ich muss jetzt mal überlegen, was ich hier aus Standard Flow. Du bist nur ein Bastard, ich fick dich krass, wart. Blattdeutsch, das hat meine Oma mich gelernt. Sie war die krasse, bla bla, in unserer Familie. Sie hat meinen Opa abgeschoben, war das wahre Liebe. Dies und das, bla und blub. Abgeschoben, wohin war? Altenheim, Mann, was geht ab? Er war dement. Schubste sie Treppe runter und Arzt versucht der Hengst. Was geht ab? Er meint das auch noch ernst. Meine Oma hat gesagt, das geht nicht ab. Dann kam er leider in ein Heim. Ich fand das überhaupt gar nicht fein. Das war überhaupt gar nicht mein Style. Oh nein, was geht ab? Ritualmord? Diddle. Er nach 3 Monaten tot. Herz gebrochen, Game Over, Idiot. Scheiße, Mann. Vielleicht dachte der auch so, bla, ich hab meinen Enkel gesehen, warum hab ich keine Freunde mehr im Leben, dies und das, bla, und auf jeden dies und das, er hat bestimmt gedacht, das macht Spaß, wollt sie die Treppe runterschubsen, was? Ich sag zu ihr, bla bla bla, normal, kein Problem, dies und das, was geht, sowas will ich gar nicht sehen, aber wenn du sagst und meine Lieblingstante sagt, er hat selber Schuld, was geht ab, ihr habt die, was weiß ich mal, ihr habt in der Schule Sekretär gemacht. Und das heißt für mich, wenn ihr das so sagt, dann ist eure Aussage so, als ob ihr darauf geschworen habt, weil meine Oma, Alter, was geht, meine Oma hat das gesagt, über meinen Opa. Theoretisch ist es unkorrekt. Ich würde meinen Opa natürlich niemals schlagen oder darüber überhaupt ansatzweise nachdenken. Aber ich muss sagen, im Nachhinein kann ich ihnen nur begrenzt böse sein. Das hätte man noch anders klären können. Da, das sieht aus wie Cheat. Wieso zockt der da so? Das ist so, als ob ich auf einen schieße und dann wegziehe. Natürlich ziehe ich in die richtige Richtung weg. Und nicht genau auf ihn rauf, sonst wäre er wohl tot gewesen. Also das sah für mich verdächtig aus. Fand ich, diese Szene. Stark, stark, stark. Auf dem Golfplatz am Abschlag, stark, stark. Zwei Katzen
meinen Herzen, den Dreck an meiner Sohle. I mean, the man from the balcony house leaves the house. He's down the stairs, but I don't know. Ja Mann, du bist nur eine Huhu und eine Bitch. So sieht das aus. Hier habe ich vielleicht 4 oder 5 durchs Fenster erschossen. Was geht ab? Der Admin checkt morgen alles aus. Was geht ab? Black Helmet, Gorka Helm. I have seen one black Gorka Helmet. So. Ja. Also da habe ich gleich beim Roten Haus wahrscheinlich 4, 5 oder auf jeden 2 oder 3 erschossen. Ich bin mir da nicht sicher. Ich kann das ja nicht sehen durch den Baum, den man da sieht. Ich schieße die ganze Zeit da rein und als ich dann da war, habe ich nicht richtig geguckt, aber im Video habe ich eben gesehen, im Video sieht man ganz klar, wie da mehrere Leute in den Ecken liegen, wo ich hingeschossen habe. Und das kann gut sein, dass ich sogar den da beim Eingangsfenster, als ich da durchgeschossen habe, da habe ich vielleicht auch einen getroffen. Jetzt fange ich gleich an, durchs Fenster zu schießen. Weil er sagt in. Direkt auf die Position, wo die Gegner sind. Er schießt auch darauf, sagt er wohl. Ich schieße jetzt dahin, wo ich verdächtige, dass da Leute sind. Also wo ich Verdacht habe, dass da was ist. Das war richtig heftig gemacht. Ich sehe niemanden. Aber gleich komme ich da in das Haus rein und dann liegen da 5, 6 Leichen. Zwei an der Treppe, 2 auf dem Haufen. Einer in dem einen Raum, neben dem Zweierhaufen. Der, auf den schieße ich auch. Das war der eine, den ich da am Balkon gesehen habe. Schnapp vorbei. Tja.
Jetzt schieße ich natürlich genau da an, wo ich denke, wo er langläuft und Hitler dann ist. Weil ich ja weiß, wie das Haus geschnitten ist, weiß ich genau, wo ich hinschießen muss. Richtig räudig. Und ich schieße auf den Zombie eigentlich, hätte der Schuss treffen müssen. Ich weiß gar nicht, wie der vorbeigehen konnte. Das kann schon wieder sein, dass die Kugeln nicht rausfliegen, habe ich das Gefühl. Ich schieße und schieße, aber da kommt nichts. Ich glaube, da habe ich den dann irgendwann getroffen. Das war ein bisschen behindert. Egal, ich habe circa 30, 40 Schuss oder 50 da durchs Fenster geschossen. Und davon haben mindestens, wenn dann, 6 oder 7 getroffen. Das ist eine gute Quote. Von 30 sind 5. Geteilt durch 5. 20% Trefferquote, obwohl ich ihn nicht mal gesehen habe. Was? Da habe ich mich da jetzt verrechnet. Und der Admin sagt mir gleich morgen noch. Scheiße, 20% Trefferquote, obwohl ich ihn nicht mal gesehen habe. Shit, ich will gar nicht meine Trefferquote da teilweise sehen. Wenn die Admins das noch machen können, dass ich das sehen kann. Then you know no one are in the balcony house to cover it. I go into the police woods and then after that I go into the police. If I die, no problem for me. I shoot on the window in this moment. If I don't have ammunition, I come closer and rush. If I die, for me no problem. Go to balcony. Yeah, okay, then. I hope, yeah, I see you. Can watch in front of you. I see nothing. Oh, I see someone is going closer to the red house. You are in the red house. I've shoot on the red house. Headshot down. Man, you are on the hot shot. One on the red house. One wants to rush the red house. I have killed them. No zombies go in. I've get him headshot. We are in trouble, please. Okay. I shoot on the house. Through the window. I hope I can. Okay. I'm in position. Musta rush I see. I see. I see. No movement in the red house. It's in the red house. I've seen shooting. Yeah. Two civil. Can I come closer now? Behind the house, I see someone behind the red house. Left behind the house. He's here. He's on. Dieses geile Lied dazu dann am Ende, wo alle schon tot waren wahrscheinlich. If I don't shoot, you must say it. Stop shooting or something. Oh, t'as tué Thomas. T'as tué Thomas, gros. Ich hab seinen Rauch gesehen aus dem Balkon. Oh, putain, les catapultes. Das schieße ich. Okay. Jetzt lauf ich los. Okay, now I come to you and to cover you. Das war schon ein heftiges Cover, Mann. Wenn ich die da getroffen habe, durchs Fenster und umgenietet vielleicht, das wäre tot traurig für die jetzt. Von da und vom Balkonhaus, das war über Eck perfekt gemanagt von da, von wo ich war. Und auch angesagt. Mit Ansage dann. Das sind Extrapunkte, weil das mit Ansage war. Und danach wurde ich entweder von Jesse oder so getötet. Ah ja, genau. Jetzt weiß ich nicht. You're dead? No. Du. Richtig geil, Alter. Ah. Red House. Richtig heftig. Clear. Ja. Okay, I go into the police now. Okay, I go to the Red House. Da hat er das Kommando geändert. Ich hätte Police weitergemacht, wie ich gesagt habe. Aber er hat abgebrochen und meinte, hier komm lieber, hier ist besser. Hat er in anderen Worten gesagt. No hit? Oh. Special Force or what? No, da freut er sich. From 400 meters. Ja, Mann,
für 4. Gute Action, sagt er. Richtig. Eiskalt, wie mein einer meiner heftigen Maggers. Ich baue ihn einen richtig fetten Beast und das. Er zieht den durch die Schallmauer durch und damit habe ich 10 Euro gewonnen als Wette. Ich habe eine fette Wette gewonnen damit, weil er den Bong dicker gezogen hat, als jeder dachte. Und dann auch noch der Bong, er lässt das Kickloch los und das macht so. Puh. So richtig, als ob er ihn durch die Schallmauer geraucht hat. So eine Fatman 2, Alter. Der hat den voll komplett durchgezogen. Auch der Kopf war danach tot. Till, damit habe ich 10 Euro gewonnen, meint. Ja, Daniel, geh direkt hoch und hol 10er. Damit kann ich dann weiter kiffen. Und danke, dass du ihm eingebaut hast. Mal jemand darauf gewettet. Die Wette verloren. Ja, die Frage ist, habe ich hier jetzt 4 oder 5 erschossen? Das sieht man in dem nächsten Bild. Und zwar, ich kriege hier drauf zu. Die 2, die hier hintereinander sind, habe ich auf jeden. Das geht genau durchs Fenster. So. Man sieht, da liegen 2. Und da in der Ecke war auch noch einer. In die Ecke habe ich extra gezielte Schüsse gemacht. Und hier natürlich auch noch hin, aber hier war keiner. Aber wenn ich hier in die Linie reinschieße, kann das sein, dass ich hier am Eingang auch einen erwischt habe. Weil hier komme ich rein. So, und hier sind 2. Habe ich davon auch einen erwischt? Und die beiden, den einen habe ich wohl. Vielleicht hier noch ein. Nee, das ist vom Schusswinkel eigentlich Quatsch. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Aber den, wo ich jetzt hingehe und loote. Nee, das haben die da abgedroppt. Weil da habe ich auch hier so durchs Fenster geschossen. Hätte er hier gehockt und gestanden, dann wäre er tot gewesen. Ja, so war der Move. Ach so. Das mal lieber nicht aufnehmen. Sonst kriege ich wieder einen Flash.